So, meine Lieben, willkommen zurück auf der Karte von Brundisium bei Cäsar 4. Wir sind also wieder hier und versuchen natürlich, unsere Stadt jetzt nicht nur aufzubauen, sondern auch später zu verteidigen. Das wird gar nicht so einfach sein. Ich muss mir noch irgendwas überlegen. Irgendeine Strategie. Ich weiß auch nicht, von wo die Feinde wahrscheinlich kommen werden. Ich muss mir auch überlegen, wie ich das alles hier zurechtzuppel. So. Okay, also das ist schon mal teuer. Das ist schon mal die erste Planung der Stadt. Passt perfekt. Geil. Okay, dann können wir hier nämlich die Tongrube anschließen. Hier kommt dann Silo und Farm und sowas alles hin. Und hier wird dann das Wohngebiet sein, das wir extra stellen, weil ich jetzt keinen Bock habe, die Attraktivität noch großartig hochzuschrauben. Und dann fangen wir ganz normal mit Plebejern an. Gebäude benötigt Zugang zur Straße. Oh, könnt ihr das nicht eher anzeigen? Verdammt. Ja, man muss die wirklich exakt setzen und das ist gar nicht so einfach. So, dann brauchen wir ein Pumphaus. Okay, ein Reservoir. Stelle ich jetzt mal hier mit hin. Das dürfte funktionieren. Ich hoffe, wir brauchen keine Villen. Denn das ist nicht mein Wille. So. Dann können wir hier die ganze Produktion stattfinden lassen, auch mit Holzfällern. Die haben hier genug Holz. Und hier wird das Wohnviertel sein, da wird das Farmviertel sein. Und irgendwie werden wir unsere Stadt schon verteidigen können. Ich hoffe es zumindest sehr. Oh, Leute. So, Rom wurde hier an einem Tag gebaut, weil wir die Zeit jetzt gerade nicht laufen lassen. Gebäude benötigt Zugang zur Straße, das machen wir. Ah, ich sehe gar nichts. Manchmal ist es echt doof mit der Kameraperspektive, aber es gibt ja die Möglichkeit zu schwenken, nicht? So, das steht. Also hier kommen jetzt erstmal die ganzen Plebejer rein. Die Plebejer werden sich um Farmen kümmern. Getreidefarm. Getreidefeld wird benötigt. Soll auch kommen. Auch wenn ich noch nicht weiß, ich habe mich wieder nicht umgeguckt, wie viel eigentlich zu so einem Getreidefeld passt. Also wie viele Farmen man braucht, um ein Getreidefeld zu bewirtschaften. So, die ziehen dann los, werden hier schon mal das Getreide einsammeln. Wir brauchen außerdem noch ein Silo. Stellen wir gleich hier vorne mit hin. Okay, dann brauchen wir Märkte, Nahrungsmittelmarkt. Und dann sind wir erstmal mit dem ersten ausgestattet. Alles andere kommt später, wir lassen jetzt die Zeit schon mal laufen. Damit wir überhaupt Bürger haben. Außerdem brauchen wir ein Präfekturbüro und ein Ingenieursbüro. Die ersten Leute kommen, werden dann auch gleich auf den Feldern arbeiten, so hoffe ich das zumindest. Wir brauchen die Schreine für die Götter, die mache ich jetzt auch extra. So. Militäreinrichtungen, ja, die brauchen wir nicht. Und die sind auch unattraktiv, deswegen will ich die auch nicht direkt neben den Gebäuden haben. Am liebsten dann natürlich so, dass das hier alles absperrt. Ich glaube, die Feinde werden von da kommen. So zumindest sieht es aus, als wenn hier jetzt wirklich der Weg so durchgeht. Aber das werden wir wahrscheinlich früh genug herausfinden. So, den Jupiter-Schrein haben wir. Mars. Merkur, Ceres, und Bacchus. Erinnert mich an eine Bäckerei hier bei uns, die heißt auch Bacchus. Ich sehe nix. Okay. Zugang zur Straße gibt's, alles ist gut. Wir haben jetzt sämtliche Götter in der Verehrung drin.
gucken uns auch gleich mal den Religionsberater an. Die Leute sind erstaunt, dass unsere Stadt noch steht, wo hier so wenig gebetet wird. Ja, mir fällt auch gerade ein, bringt ja sowieso nichts, weil wir gar keine Eunuchen haben, die für uns arbeiten. Werden wir also kleine Domus bauen müssen. So, wir brauchen außerdem einen Brunnen. Guti. Und ich hoffe, dass wir natürlich eine Segnung bekommen, die uns hilft, unsere Feinde abzuhalten. Davon abzuhalten, uns anzugreifen. Das wäre schon schön. So, dann fangen wir auch gleich an mit den Töpferwaren. Das bedeutet Eisenbergarbeiterlager. Eisenminenarbeiter gehen quer durch das Land zur Eisenminen. Bevölkerung wächst, das ist schön. Haben wir denn sowas wie Eisenminen hier? Eigentlich sieht es nicht so aus. Aber vielleicht könnte ja hier eine Eisenmine sein. Deswegen stelle ich das Teil einfach mal damit hin. Wir brauchen Tongräberlager. So, viel Spaß. Wir haben auch noch genügend Arbeitsplätze für Plebejer. Alles ist gut. Wir brauchen außerdem Waffenfabrika. So. Holzfällerlager errichten oder über Handelsroute importieren. Ah, okay. Wir brauchen tatsächlich dafür auch noch Holzfällerlager. So. Machen wir daneben gleich noch eins. Die können alles abholzen. Denn offensichtlich brauchen die Holz und Eisen. Ich hoffe, ihr findet irgendwo Eisen, denn ich weiß nicht, wo es hier Eisen gibt. Ach, da! Ah, okay. Dann würde ich das Teil sogar eigentlich abreißen wollen. Aber offensichtlich laufen die bis dort hinten hin. Das ist okay. Nee, dann bin ich zufrieden. So, Eisen wird vorbereitet, das bekommen die dann. Und dann bekommen wir dadurch Waffen. Waffen können wir hoffentlich auch verhandeln, weghandeln. Das wäre schön. Die schaufeln fleißig den Ton. Dann brauchen wir auch die Töpferwarenfabrika. Afrika-Paprika. Wir brauchen ein Lagerhaus. Am Anfang wird ziemlich viel benötigt. So. Bauen wir gleich zwei. Hat einen bestimmten Grund, den werde ich euch gleich näher erläutern. Und zwar können wir hier die Befehle jetzt festsetzen, dass die kein Nutzholz einlagern sollen. Höchstens ganz wenig, 4 Stück. Ton genauso, Eisen genauso. Kleidung, ja, meinetwegen voll, Töpferwaren. Möbel kommen da nicht mit rein. Kleidung erstmal auch nicht. Da kommen jetzt erstmal nur Töpferwaren und Waffen rein. Oder am besten nur Töpferwaren. Und hier sagen wir, dass die nur Möbel und Waffen reinnehmen sollen. Und kein Eisen, kein Ton, kein Nutzholz. So, das ist okay. Plebejer haben auch noch genug Arbeitsplätze, das ist okay. Wir brauchen eine Klinik. Bitteschön. Dann haben die Equities auch gleich ein bisschen Arbeit. Auch wenn die offensichtlich schon irgendwo am Arbeiten sind, denn sonst hätten wir mehr Arbeitskräfte. Oder die Equities sind nicht voll. Sieht aber gut aus. Wo arbeiten die denn? Also nicht in den Fabrikas,
auch nicht in den Lagern. Ah, die arbeiten in den jeweiligen Schreinen, ne? Ja. Okay, verstehe. Was sagt der Beater? Der Respekt vor den Göttern in dieser Stadt ist so groß, dass sie uns sicherlich bemerken und reich segnen werden. Na, das will ich hoffen. Also ihr merkt selber, wir haben jetzt dank den ganzen Schreinen schon mal eine perfekte Wertung für die Götter oder bei den Göttern erzielt. Das ist gut, das ist sehr gut. Und dementsprechend brauchen wir natürlich auch mehr Equities in der Stadt, um die Arbeitsplätze dann auch voll auszuschöpfen. Equities, da. Kleines Domo. Okay, alle holen sich Wasser am Brunnen, auch da arbeiten Equities. Das heißt, ohne die Equities wäre der Brunnen gar nicht am Laufen gewesen. Und hier arbeiten auch 20 von 24 Equities. Offensichtlich brauchen wir die doch dringender, als ich gedacht habe. Der Respekt vor den Göttern. Im Augenblick sind... Unsere Stadt hat nicht genügend Arbeitskräfte. Ja, Plebeier-Arbeitsplätze sind besetzt und es gibt kaum Arbeitslosigkeit. Equities werden benötigt. Also das sind die einzigen, die jetzt großartig benötigt werden. Rom ist mit ihrer Leistung nicht zufrieden. Imperium. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Ansehen 25. Gehalt ändern, Rom ein Geschenk senden. Einen Obelisken senden. Okay. Rom hält sie für schwach. 37 haben wir jetzt in dem Ansehen. Das können wir später steigern, wenn wir noch weitere Aufgaben erfüllen, beziehungsweise auch irgendwas senden und so weiter und so fort. Das kommt alles. Aber wir sind jetzt wieder auf mittelmäßig aufgestiegen und nicht mehr auf schlecht. So, da kommt jetzt ganz viel Nutzholz rein, sehe ich gerade. Wir haben Töpferwaren, die jetzt verkauft werden können. Das heißt, wir brauchen auch einen Markt mit Standardwaren. So, viel Spaß. Die fahren teilweise wirklich durch den Markt durch, finde ich süß. Dass die sich nicht immer an die Wege halten. Und wir haben nicht genug Plebeier. Aber das wird sich auch gleich ändern, denn diese Häuser werden gleich größer und dann haben wir pro Haus 40 Plebeier mehr. Ich hoffe, dass die ersten Waffen auch bald kommen. Ja, die sind schon da. So, dann bauen wir erstmal eine Mauer. Okay. Dann will ich mal einen Turm bauen. Braucht Anbindung zur Straße. Da arbeiten auch 40 Plebeier. Fast 40 Plebeier. Wahnsinn. So, und dann bauen wir noch eine Mauer so entlang. Okay. Reißen hier ein bisschen was weg. Und da kommt dann ein Stadttor hin. Okay, lagern Sie mindestens 10 Waffen ein, ist unser nächster Auftrag. Aber schön, dass dort auch die Straße durchgehen kann. Das mit den Waffen haben wir schon entdeckt. Das läuft von alleine. Was auch ganz gut so ist. Ich weiß nicht, von wo die Feinde angreifen werden, aber ich denke mal entweder hier von Süden. Obwohl, das ist eher Norden. Da ist Süden. Alles nicht so leicht. Da ist Holz und Ton. Jetzt brauchen wir auch noch eine Möbelwarenfabrika. Und ich muss mal gucken, wir können sogar mit Latium handeln. Die wünschen Möbel und Töpferwaren und schicken dafür Kleidung. Kleidung sind wahrscheinlich auch Luxusstoffe. Obwohl man Kleidung mittlerweile ja als Grundbedürfnis auch betitelt. Möbelfabrika.